ich noch irgendwo eins von diesen Viechern? Die Spinne habe ich mich. Vielleicht ein Wal? Nee, ein Wal? Käfer, so ein Außenfüßler. Ich habe mir das Video noch gar nicht angeschaut, oder? Ich habe doch noch ein Video gehabt, oder? Doch, habe ich mir angeschaut gehabt. Das war das. Das da. Wo der Typ da am Ende kam. Ja, wie komme ich jetzt auf den sechsstelligen Code? Das sind ja 1 Million Kombinationen. Scheiß die Wand an. Das ist nicht mal was für die Geduldigen. Haben wir hier irgendwo noch ein Vieh? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das waren die Pillen? Ein Vieh gesehen. Also hier könnte man das auch schließen. Das sagt er mir aber Admin only. Meine Karte kann ich da nicht einführen, oder? Wie heißt der Code zu der Tür? Ich glaube, da geht's weiter. Nur wo finde ich den? Ich meine, den Weg, den ich begehen kann, wird immer größer. Und der Weg, bei dem ich irgendwelche Codes finden kann. Und manchmal, einmal musste ich ja sogar hier oben. Das fand ich ziemlich gemein. 47. Das Ding hoch. Ist das hier irgendwie verkantet?
Ich nehme mal diese 703. Vier Sekt, die kann man einfach so gut lesen. 703. 468. Das war Blödsinn, aber. War nice. Hat er nicht Error gesagt? Jetzt hat er Error gesagt. Hat mich auch nicht vertippt. Guck mal, da sagt er. Oh, diesen 7 stelle ich jetzt schon. Stellen sind es. Siebenstellig. Ich suche eine siebenstellige Zahl. Wow. Das sind 10 Millionen Kombinationen. Alles wie Tortellini. Irgendwelche Blutplättchen, gelb nur. Komisch. Komisch aus. Das sind aber nur 6. Samples? Ah, Cells? Orange? Pink. Guck dir mal A an. Dann zähl mal ab, wie viel sind oder was. Jetzt sind wir mal gut 30 Stück. Ich glaube gar nicht, so viel kann ich gar nicht eintragen hier, oder? Geht nur bis 12. Die haben so ein Orange, oder? Ah, ist Orange. Ich kann ja die Farbe, kann ich ja zumindest mal einstellen. Nee, ist eher ein Rot. Und die sind gelb. X ist orange, Y ist pink. Sans orange, pink. Die Farbe war ja irgendwie eher hier so. X orange. 2. Na, 1-1 ungefähr. Oder 2-1, was soll das? Die sind halt irgendwie so gelb. Wenn ich hier gucke, dann kann das hier irgendwie 4-4. Oder 3-4 oder 2-4 oder 1-4.
Flüssigkeit kann man es natürlich auch nehmen. Glaube, ich hole mal wieder einen Tipp. Eins probiere ich noch. Ich habe doch jetzt die Karte. Okay, vergiss es. Gib mir einen Tipp. Ich muss die Acetat-Dinger da. H2 soll über dem H2 sein. Ich kann die nicht einfach da so drauf klatschen. Ich muss die nochmal anordnen. Also dieses H2 soll. Auf H2 sein. Was? Und hier ist J8, soll auf J8 sein. Gut, und hier K4 soll auf K4 sein. Hätte ich auch drauf kommen können, oder? Hast dich doch gefragt, wozu das gut ist. So, dann machen wir da nochmal. Dann entstehen hier auch ganz andere. Vielleicht ist das der 5 Access Level Access Level 5 Access. Dann können wir ein Foto machen. Vielleicht brauche ich auch kein Foto. Ja, da muss ich im Falle des Falles nicht nochmal. Ah, jetzt hat er sich schon wieder beendet. Jetzt ist er auf dem Desktop. Ah, kein Ereignis mehr. Ich glaube, ich muss den mal neu starten. Vergiss mal das Handy. Nochmal. Okay. Start, End. Runter, rechts, runter. Da scheint mir irgendwie eine Codierung zu sein. Das ist das Touchpad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H4, H2, J8, nicht J6. J8. Oh. So, K4 nochmal. So, dab, 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 dab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist aber zu viel. Oder Start hier. Level 5 Access. H2, K4, J8. Und das ist einfach nur zur Verwirrung, oder? Start. Vielleicht ist auch das Start. Aber ich war schon richtig, dass man da. In die Kabine da muss.
die hängt da sogar noch drin. Also Start hier, aber ich glaube Zahl. 2, 3. Achso, jetzt 2. Start. Er ist doch zweimal. Oder eingekreist ist? Auf 2. Eigentlich eine Level 5 Access ist da eigentlich nur das Start-End. Und Start ist hier. Und dann den? Das ist doch das Touchpad hier. Die kann ich auswählen. Ich soll ein Pfeil geht nach da, ein Pfeil geht nach da, ein Pfeil geht nach da. Wobei das hier im Kästel ist. Ein Pfeil, also hier, da, Kästel, hier, da. Jetzt 2 nach da. Und jetzt. Warte mal. Und dann. Wort, Wort, Wort. Aber da sind keine Einzelpfeile. Also. Da. Einzelfall, Einzelfall, Einzelfall. Doppelfall, jetzt gehen wir gleich auf End. Und der ist auch nochmal am Kästeln. Ah ja, 1, 2, 3, 6, 4, 0. Okay. Schön. Kann man da rein? Ein Videotape. Noch mehr? Ich glaube nicht. Mehr gibt's nicht. Upsi.
Er hat das Titanbakterium an sich selbst ausprobiert. Man hat ja eh schon Krebs. Bedingt durch seine Gene. Die ganze Familie hatte wohl Krebs. Er schreibt es auf, falls er nicht überleben sollte. Und er hat sich jetzt sterile Titan Muster gespritzt. Und guck, was passiert. Und hin und wieder wird er mal seine Haut aufschlitzen, um zu gucken, ja, ob das heilt und wieso der Blutverlust ist. Und nachdem er sich das Zeug gespritzt hat, war er ganz hibbelig und aufmerksam. Musste sich hinsetzen. Und als er sich dran gewöhnt hatte, hat er sich in die Hand geschnitten und hat fast nicht geblutet. Und die Wunde ist innerhalb von Sekunden, ja, wieder zusammengewachsen, anstatt in Minuten. Also auf jeden Fall weniger als eine Minute. Dieser Alkoholiker, guck mal, hat er gleich zwei? Warum braucht er zwei? Da war wohl noch jemand da, oder? Ich nehme mal das Skalpell mit, das kann man immer gebrauchen. Darf ich nicht. Ja, habe ich schon gehabt. Eine neue Sample von, keine Ahnung, was das ist. Eine reicht mir. Acht, sieben, vier, vier. 5, 2. Ja, endlich mal nicht so schwierig. Don't forget it again, Brody. Aber ich dann mit Brody. Engelmann, jetzt aber andersrum. Mit Fehler. 8, 7. 4, 4, 5, 2. Wenn es mal immer so einfach wäre, oder? Incorrect. Ach, bestimmt andersrum. 2, 5, 4, 4, 7, 8. Ach so, Ende erst. Survey Room Terminal. Open the automated mail to retrieve your passcode. Gehen zu dem Schild da. Geradeaus weiter. Okay.
Ja, das wohl nicht hingeschickt. Wo war der andere Computer? Im Gebäude 2, oder? F 22 67. Gib mir meine Treiberdiskette wieder, geht nicht. C ist, ach, dieser komische Stern da. Und das ist grün.